Hallo und herzlich willkommen im heutigen Video. Mein Name ist Madeleine, ich bin die Gründerin von Flowterra und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Im heutigen Video sprechen wir über Serenity. Serenity ist die erholsame Mischung von doTERRA. Wir sprechen aber nicht nur über das Öl, sondern auch die Serenity Soft Gels, also Weichkapseln. Und ich erzähle dir ein bisschen was darüber, was in einzelnen Produkten enthalten ist und warum sie vor allem auch zusammen so eine starke Kombination sind. Wir starten mit dem Serenity Öl. Dieses Öl besteht aus einigen Einzelölen, die ich dir jetzt gleich erstmal erzählen werde, was da drin ist. Und wichtig ist zu wissen, die Mischung besteht wirklich aus reinen Einzelölen. Es ist kein fraktioniertes Trägeröl enthalten, also kein Trägeröl. Das heißt, wenn du es äußerlich auf die Haut aufträgst, dann darfst du es sehr gerne auch ein bisschen vermischen. Also, hier ist enthalten Lavendel, Zedernholz, Vetiver, Majoran, römische Kamille, Ylang Ylang, Sandelholz und auch ein bisschen Vanille. Und das sind wirklich alles Öle, die zur Entspannung oder Entspannung unterstützen können und auch einen erholsamen Schlaf fördern und fördern, dass wir abends zur Ruhe kommen. Sie helfen, Anspannung zu lindern, also so ein Gefühl von innerer Anspannung, Aufregung abzubauen und dann eben einfach zur Ruhe zu kommen. Und auch wenn man zum Beispiel geistig sehr erschöpft ist, der Tag war lang und anstrengend, es ist ganz viel noch im Kopf an Gedanken, aber der Körper ist einfach eigentlich müde, kommt aber nicht zur Ruhe, dann ist Serenity wirklich ein wunderschönes Öl. Ganz wichtig, natürlich ist es elementar, dass du, wenn du Themen hast mit einem unruhigen Schlaf, nicht schlafen kannst oder nicht durchschlafen kannst, dass du die Anwendung von ätherischen Ölen einbaust in auch andere Rituale, die du vielleicht verbessern kannst, dass du ein, zwei Stunden vor dem Schlafen nicht mehr auf einen Bildschirm schaust, finde ich sehr unterstützend. Oder dass du dir ein, zweimal die Woche ein heißes Bad nimmst vor dem Schlafen, das Entspannendes anhörst, meditierst, also irgendwelche Methoden, die dir helfen, zur Ruhe zu kommen. Du kannst ätherische Öle ja grundsätzlich immer auf drei Arten anwenden, innerlich, aromatisch, topisch. Und Serenity ist vor allem für die topische und die aromatische Anwendung gedacht. Also, topisch bedeutet wirklich auf die Haut, pur oder verdünnt. Ich habe zum Beginn gesagt, dass Serenity aus reinen Einzelölen besteht. Es ist kein Trägeröl enthalten. Das heißt, wenn du ein Öl flächig auftragen möchtest, dann empfehle ich dir immer ein bisschen fraktioniertes Kokosöl dazu zu nehmen. Zum Beispiel 2-3 Tropfen hier von diesem Trägeröl und 2-3 Tropfen Serenity. Und dann kannst du das wunderschön auf die Fußsohlen einmassieren vor dem Schlafen. Du kannst es auch auf die Brust und den Bauch einmassieren, den Nacken, ein bisschen was durch die Haare streichen, sodass dein Körper einfach mit den Ölen in Verbindung kommt. Die andere Möglichkeit ist ein Kaltwasserdiffuser, den siehst du hier zum Beispiel, das ist der Lumo. Wunderbar, wenn du ein, zwei Stunden vor dem Schlafen den Diffuser anschaltest. Ich finde, die ganz schöne Mischung ist Serenity, 4-5 Tropfen und dann noch 1-2 Tropfen Wildorange dazu. Wildorange ist eins der Zitrusölen, die auch am Abend sehr geeignet sind. Die helfen, zur Ruhe zu kommen. Andere Öle wie Lemon oder Mandarine wären für den Abend nicht so gut geeignet. Aber Wildorange super am Abend im Diffuser. Und noch eine Ergänzung, das habe ich gerade vergessen. Wenn du Serenity auf die Haut aufträgst am Abend, ist ein ganz wunderschönes Kombinationsöl Vetiver. Also Serenity und Vetiver verdünnt auf die Haut auftragen, ist wirklich ein Kombi, ein super Kombi-Paket, um zur Ruhe zu kommen. Was du auch noch mit Serenity machen kannst, du kannst ein paar Tropfen ins Badewasser geben. Wenn du in die Badewanne gehst vor dem Schlafen, ein paar Tropfen ätherisches Öl, Serenity, kannst auch noch ein bisschen Lavendel dazu, ein bisschen Basensalz und hast ein super schönes, entspannendes Bad für den Abend. Oder du machst dir ein Leinenspray. Ich habe hier so ein kleines Fläschchen mit einem Sprühkopf. Da ist drin Wasser, destilliertes Wasser. Dann kann man ein kleines bisschen Alkohol reinmachen, so einen hochprozentigen Alkohol. Und dann 20-30 Tropfen Serenity. Und das sprühst du vor dem Schlafen einfach auf dein Bettzeug. Ist ganz, ganz schön, da riecht das Bettzeug nach Serenity und Erholung pur. Jetzt sprechen wir noch über die Serenity Soft Gels, also auf Deutsch Weichkapseln. Die beiden Produkte gibt es einzeln oder im Paket. Und zu Beginn denkt man vielleicht, in den Weichkapseln ist genau das gleiche drin wie im Öl. Das ist nicht der Fall, es ist ein klein bisschen andere Zusammensetzung. In diesen Softgels ist Lavendel, es ist römische Kamille, es ist Melisse, es ist Passionsblume und
L-Theanin. Das sind alles Wirkstoffe, die einen gesunden Schlaf fördern können. Das heißt, meine Empfehlung, wenn du das ausprobieren möchtest, ist, dass du ungefähr eine Stunde vor dem Schlafen 1 bis 2 Softgels mit Wasser einnimmst. Und dann den Diffuser an und die äußerliche Anwendung. Und dann steht dem erholsamen Schlaf hoffentlich nichts mehr im Wege. Ganz viel Spaß beim Ausprobieren.